Moin Moin und willkommen zu einer Runde Battlefield. Wir spielen heute den neuen Modus Tactical Conquest, irgendwie The Liquidated. Das ist ein nettes Event, was irgendwie jetzt ein paar Tage geht. Was ich daran schon ein bisschen schade finde, ich hoffe, dass sie sowas auch einbauen, weil ich finde es immer ein bisschen schade, wenn irgendwie so ein Event kommt. Du magst den Modus und ich finde ihn hier recht cool, weil es sehr nahkampffokussiert ist, sehr infanteriebasiert. Ist jetzt nicht das Beste, also ich finde es nicht wirklich Battlefield, das macht es halt nicht aus. Aber es macht Spaß, das mal eine Runde zu spielen, von daher. Finde ich es dann immer schade, wenn es nur so eine kurze Zeit da ist, aber ist das. Warte mal. Ah, Battlefield. Reime. Aua. Wäre jetzt so kurz verwirrt, so, hä? Falsches Spiel gestartet, was geht hier ab? Ja, wir spielen die neue AM40. Das ist das Sturmgewehr. Ich habe für die jetzt noch nichts freigeschalten, außer, ja, ein Scope. Aber das Scope ist ganz okay. Die Waffe ist ein bisschen. Ich bin noch ein bisschen zwiegespalten, was die Waffe angeht, weil du hast eine relativ hohe Schussfrequenz, aber nur relativ wenig Munition im Magazin. Warte. Ich schätze mal, es gibt auch größere Magazine, die du für die freispielen kannst und dann wird sie, glaube ich, geil. Aber mit den 20 Schuss ist sie halt so schnell leer. Aber ja. Ich meine, dafür hat sie halt wirklich wenig Rückstoß. Es ist wirklich einfach mit der zu zielen. Dann kannst du halt wirklich easy Kills mitmachen. Du musst halt nur wirklich auf deine Munition drauf aufpassen. Ist er jetzt tot? Ja, ich glaube schon. Geh einfach mal davon aus. Muss ich so ein bisschen orientieren. Wo können wir denn überhaupt gerade herkommen? Das haben wir. Das haben wir. Okay, wir kommen von unten. C1. Wo lebt denn da was? Au! Rechts. Ich dachte erst, die kommen von da unten, aber die kommen zwischen den Steinen da. Okay. Ja, wie gesagt, man kann sich jetzt auch, was relativ cool ist, Waffen freispielen aus. Oder wie komme ich da hin? Escape. Collection Weapons. Man kann sich eine M16A3 freispielen, die P90 und die Gol, was ich recht cool finde. Ich habe zuerst gesehen, man müsste mit der auch Kills machen. Mit der Waffe, dafür wärst du gezwungen, so gesehen, den Portal-Modus zu spielen. Aber du kannst auch eine Alternative, die du spielen kannst, um die dann freizuschalten. Dazu gezählt die Waffe, die wir jetzt gerade im Moment spielen, leider nicht. Aber ich finde es recht cool, dass die so zumindest jetzt ein paar Sachen haben, die man sich freispielen kann. Und man nicht auch nicht gezwungen ist, jetzt den Portal-Modus zu spielen. Mal gucken, ob wir hier hochkommen. Hinter dem Ding hier. So lange. Leben. Ich weiß nicht jetzt, von wo die wieder kommen. Ob die wieder zwischen dem scheiß Stein sind? Warte mal. Jetzt haben die unten eine Eins. Jetzt kommen die ja bestimmt von hier unten. Oh, aber rechts neben mir. Vier Stück oder so. Die sind alle zwischen dem Stein. Auf Entfernung ist die so mittelgut, aber im Nahkampf ist die wirklich stark, die Waffe. Und wenn du auf Entfernung was treffen musst, musst du wirklich so ein bisschen in den Burst gehen. Wenn du drauf hältst, dann. Also vielleicht mit dem richtigen Attachment und einem richtigen Scope. Aber dafür habe ich das momentan noch nicht drauf mit der Waffe. Weiß ich, ob die jetzt auch noch weiter von hier unten kommen? Müssten sie eigentlich. Weiß ich, wie gefällt euch die Waffe? Habt ihr die gespielt? Ich finde sie okay. Müsste mal gleich gucken, ob es für die ein größeres Magazin gibt am Ende. Steht halt auch in der Beschreibung, oh nein, nee, die können jetzt auch von C1 kommen, lass uns zu C1 gehen. Steht in der Beschreibung drin, dass sie eher so in die Richtung MP geht. Was ich verstehen kann, weil sie echt auf Entfernung halt nicht so stark ist. Dafür finde ich halt komisch, dass sie so ein relativ kleines Magazin hat, dafür, dass sie in Richtung MP geht. Oh Gott. Oh Gott, ja, den Fight, also ich glaube, ich ihn überhaupt eingehen, ne? Wollen mal gucken. Oh Gott, dann wollte ich es versuchen, aber. Da nur Busch. Hier ist nichts. Alles. Die Wege sind aber ganz schön weit. Ich hätte gedacht, dass das viel konzentrierter ist. Muss ja richtig vorsichtig jetzt sein. Wenn ich hier verrecke, ist es eh gleich vorbei. Und da hier eh viele Leute sind. Aber cool, dass sie hier auch die Bad Company Maps, Bad Company Maps, auch schon die Battlefield 3 Maps reinpacken. Die Portal Maps.
Oh Gott, hier ist noch was. Nehmen. Gut. Sehr gut. Sehr gut. Profi. Irgendwas verfolgt mich auch. Muss nachhören. Na, ich wollte ihn anzünden, aber er war zu schnell für mich. ich habe ihn sogar noch angezündet. Dafür hab ich, warum, irgendwas habe ich bekommen. War das dafür oder was? Einfach weil ich Kills gemacht habe? Ich weiß es nicht. Er pusht einfach durchs Feuer durch, ey. Penner. Es ist wirklich konzentriert, ne? Aber es ist so weird, die Map mit den Waffen zu spielen. Aus Battlefield 2042. Ist es 2042? Ja, ne? Ich vergesse es immer, wo wir gerade sind. Welcher Teil? Ich wusste auch gar nicht, dass sie so Events jetzt machen. Ich finde es ganz cool. Bin mal gespannt, was als nächstes kommt. Vielleicht irgendwas Fahrzeug-heavy. Wäre auch cool. Fände ich richtig nein. Irgendwas mit vielen Panzern oder so. Aber wie gesagt, ist halt immer so ein bisschen schade, wenn du den Modus wirklich, wirklich geil findest. Und er dann halt einfach rausgenommen wird, weil es halt ein Event war. Oder stell dir vor, du hast jetzt irgendwie... Aua. Hast jetzt irgendwie in dieser Woche keine Zeit zum Spielen. Ich glaube, es geht schon ein bisschen länger. Ich glaube, es sind schon 2 Wochen. Aber also, wenn du in der Woche jetzt nicht so viel Zeit zum Spielen hast und dann kommst du hin und dann ist es schon wieder weg. Weiß es nicht. Ist das so ein bisschen... Warum nehmen sie das dann wieder raus? Warum dann nicht gleich komplett drin lassen? Ich meine, gut, wahrscheinlich, wenn es... Sagen wir mal, wenn es jetzt zufällige Events werden, ist halt die Frage, wer spielt das denn alles? Dann hast du irgendwann so ganz viele Queues und irgendwo findest du dann da keine Spieler mehr für. Das ist dann halt auch so ein bisschen scheiße. Und daher musst du wahrscheinlich auch da so ein bisschen hin und her gucken. Oh, warte, ich hätte gleich da bei dem Typen spawnen sollen auf C1. Egal. Oh Gott, hinten läuft einer. Ich weiß nicht, ob ich flankiert werde von links. Würde ich nicht, gut. Aber die nehmen C1 auch gerade wieder ein. Mal gucken, ob wir dagegen pushen können. Ich finde sie hier mit ihrem Scout eigentlich ganz nice. Man muss relativ nah rangehen, um die Gegner dann auch wirklich zu sehen. Aber, da du hier eh recht nah rankommst, finde ich sie eigentlich ganz gut. Ich mag sie eh allgemein. Weil es halt richtig viel Info geben kann. Das hat halt auch einen relativ langen Cooldown. Der Spell auf 3, aber... Man ist besser als Liz, wenn ich mit ihr rumlaufe und dann wieder keine Raketen verschieße, obwohl sie genau dafür gedacht ist. Aber sie ist in dem Modus, wäre sie nämlich zum Beispiel komplett sinnlos mit dem Raketenwerfer. Ich meine, gut, kannst du natürlich auch auf Infanterie werfen, aber das ist natürlich eher semi-cool. Irgendwie machen sie zu sehr fertig. Ich weiß auch nicht, wo ihr in ihr Spawn liegt. Obwohl doch, ich weiß es ja. Dass sie müssen... Obwohl, die sind gerade auf B1. Let's go. Das ist halt so ein bisschen das Problem, wenn die Teams dann nicht so hundertprozentig balanced sind. Dann wird es halt auch schnell öde. Und das kannst du halt auch schnell haben, wenn du irgendwie in einem Team so 2, 3 Leute hast, die wirklich rasieren. Und du in deinem Team vielleicht 2, 3 Leute drin hast, die nicht so gut sind. Dann endet das halt sehr schnell darin, dass die dich richtig überlaufen. Weil es halt einfach wirklich viel weniger Leute sind in dem Team. Es ist halt nicht so wie in den großen Conquest-Modi, wo es einfach so dermaßen riesig ist, die Teams. Dass es nicht so einen großen Ausschlag ist, wenn da 2, 3 sehr gut sind und 2, 3 sehr schlecht sind. Weil sich dann irgendwie in der Mitte immer nochmal irgendwie so im Großen und Ganzen ausgleicht. Aber ja, hier ist es halt signifikanter. Hallo! Aua. Schießt dafür vielleicht zu lange. Nice, nice, nice. Oh Gott, hier sind noch 3. Einen habe ich, 2 sind es noch. 2 habe ich. Hello. Okay, easy peasy. Was war das denn? Gut gemacht, würde ich sagen. Mehr oder weniger. Aber er ging nur 4 Minuten. Ja, die Runden sind ein bisschen kurz, ne?
Aber ja, wäre auch ein bisschen lame, wenn es länger gehen würde. Ich weiß es nicht. 4 Minuten, ich meine, dafür haben sie sich zu krass platt gemacht. Ich schätze mal, die Roten gehen dann auch länger, wenn du sie halt dann nicht so zerstörst. Mehr oder weniger. Ja, siehst du? Unser Team war mit 3 Leuten relativ stark und die waren halt vergleichsweise eher ein bisschen schwächer. Macht halt dann wirklich viel aus. Was das eigentlich für ein Skin, der sieht echt urhässlich aus, ne? Es gibt, was ist das, ein Hammer? Der Hammer sieht ganz nett aus. Noch eine Runde machen wir noch. Die Runden hier noch nicht zu kurz sind. Obwohl, lassen wir das bei 10 Minuten, 10 Minuten. Okay. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Ihr könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, wie es euch gefallen hat. Wie gefällt euch der Modus? Habt ihr den überhaupt selbst schon mal gespielt? Und ja, ich denke, ich versuche mal, die neuen Waffen freizuschalten, damit wir uns die dann mal angucken können. Die Bad. Obwohl, es sind halt größtenteils Battlefield 3 mehr Waffen? Ich weiß nicht. Ja. Wir sehen uns auf jeden Fall in der nächsten Folge. Bis dann und vielen Dank fürs Zuschauen. Ciao, ciao.